Die Oberallgäuer Gemeinde Balderschwang ist seit Sonntag von der Außenwelt abgeschnitten. Zusätzlich ist ein Hotel in Balderschwang von einer 300 Meter breiten Lawine getroffen worden. Nach aktuellen Angaben gibt es keine Verletzten. Und damit herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten heute am Montag. Winter und Schnee haben uns auch in dieser Woche wieder fest im Griff und sind natürlich auch Thema in unserer Sendung heute. Lawinengefahr im Allgäu. Wie wird das festgestellt? Brüdermordprozess in Memmingen. Staatsanwaltschaft fordert lebenslänglich. Und von Puppen bis zu alten Kutschen. Ausstellungen im Oberstaufner Heimatmuseum wachsen stetig. Erst heute Morgen sind wieder einige Lawinen abgegangen. Eine hat zum Beispiel ein Hotel im Wintersportort Balderschwang getroffen. Um die Einschätzung genau solcher Lawinengefahren kümmert sich die Lawinenkommission. In ganz Bayern gibt es 35 örtliche Kommissionen. Sie führen zum Beispiel Tests im Gelände durch. Außerdem hat die Lawinenwarnzentrale 4 verschiedene Messstationen in den Allgäuer Alpen, die Informationen zu Temperatur, Wind und Schneehöhe geben. So große Schneemengen auf einmal gab es im Allgäu schon lange nicht mehr. Weil ständig neuer Schnee fällt und sein Gewicht deswegen immer weiter steigt, steigt auch die Lawinengefahr. In den Allgäuer Alpen liegt die Lawinenwarnstufe heute auf der zweithöchsten Stufe 4. Diese wird von der Lawinenwarnzentrale ausgegeben. Zusätzlich untersucht die Lawinenkommission regelmäßig das Gelände. Die Lawinenkommission ist ein beratendes Gremium aus ehrenamtlichen Mitarbeitern, Bergführer, Bergwachtler, teilweise auch von der Behörde, die die Gemeinde beraten in Bezug auf kritische Lawinensituationen. Auf den Rat der Kommission hin sperren Gemeinden dann zum Beispiel bestimmte Straßenabschnitte. Zuständig ist das Gremium nur für selbstauslösende Lawinen. Man sagt, ab ca. 30 Grad Neigung können sich Lawinen selbst auslösen. Lockerschneelawinen, Staublawinen, die dann richtig massive Kräfte haben und die dann auch Ortschaften, Verkehrswege betreffen. Und die Schneebrettlawine, das ist so die typische Wintersportgefahr. Um die lokale Lawinengefahr einschätzen zu können, wird tief in den Schnee gegraben. Dann kann das Schneeprofil analysiert werden. Anhand von seinem Schneeprofil erkennt man die Prozesse im Schnee. Niederschlag in Form von Schnee, Regen, kalte Prozesse, wo der Schnee gefriert, wo es dann Eisschichten, Eislamellen gibt und dann aber auch Umwandlungsprozesse im Schnee, wie die stattfindet. Und das kann man anhand von seinem Schneeprofil erkennen. Im Moment ist jetzt, wir haben eine relativ kompakte Neuschneeschicht. Also wir haben jetzt seit vorgestern Mittag da oben um die 70 cm Neuschnee. Und in der Vorperiode, ein paar Tage vorher auch, um die 60 cm Neuschnee. Das ist eine relativ kompakte Neuschneeschicht. Da haben wir jetzt nicht viel Schichtgrenzen. Wir haben einmal da oben also eine kurze Periode gehabt mit der hohen Luftfeuchte bei Kälte. Und da hat sich so eine Eislamelle gebildet. Anschließend wird eine Säule ausgegraben und anhand eines Klopftests geschaut, ob es noch weitere Schwachschichten in der Schneedecke gibt. Hier haben wir schon, jetzt sehen wir, hier haben wir auch eine Schwachschicht, die war jetzt ja mit dem freien Auge nicht zu erkennen. Aber bei diesem Klopftest vermutlich irgendwo mal ein Niederschlags, andere Feuchtigkeit im Schnee. Dann haben wir hier mal schon eine Schichtgrenze. Und dann schauen wir mal, was da unten ist. Hier ist der Schnee schon relativ kompakt. Da müssen wir schon ein bisschen mehr klopfen. Aber jetzt haben wir hier nochmal den Bruch da unten. Und da haben wir jetzt auch diese glatte Schicht. Mal jetzt sogar wegklappen.
ja, relativ glatt hier auf diese Eislamelle. Und wenn wir hier als Wintersportler die Schicht treffen, dann haben wir das klassische Schneebrett. Deshalb der Rat des Experten, unbedingt auf den gesicherten Pisten und Wanderwegen bleiben. Ja, und um die Lawine, die in Balderschwang ein Hotel getroffen hat, geht es morgen in unserer Sendung. Meine Kollegen waren heute vor Ort und konnten mit dem bayerischen Bau- und Verkehrsminister Hans Reichert sprechen und sich ein Bild von der aktuellen Lage in Balderschwang machen. Das Wetter hat auch abseits dessen wieder für Wirbel gesorgt. In Kempten sind sämtliche Sporthallen für den Schul- und Vereinssport aus Sicherheitsgründen geschlossen. Auch die Schulen in Kempten und dem Oberallgäu sind heute wieder geschlossen geblieben und das wird auch morgen noch so sein. Für Schüler, die die Mitteilung über den Unterrichtsausfall nicht erreicht hat, ist eine Beaufsichtigung organisiert. Im Unterallgäu scheint sich die Lage etwas entspannt zu haben. Dort hat in weiten Teilen des Landkreises der Unterricht wieder stattgefunden. Wie das Wetter in den nächsten Tagen wird, das sehen Sie gleich nach einer kurzen Unterbrechung. Das Allgäu ist für mich Heimat, also mein persönlicher Rückzugsort, um einfach wieder Kraft zum Tanken, wieder neue Energie zum Schöpfen. Und da ist einfach das Allgäu mit seinen Leuten, mit meiner Familie und aber auch mit der Umgebung einfach ganz besonders und für mich unersetzbar. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Ab dem Flughafen Memmingen fliegen Sie zu über 40 Zielen in Europa, Afrika und Asien. Und jetzt neu nach Edinburgh, Tel Aviv, Banja Luka, Marrakesch, Brindisi, Pristina, Chisinau. Jetzt buchen! Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Für jeden Anspruch das passende E-Bike. Wir führen Top-Räder ohne Kompromisse. Welches E-Bike passt zu mir? Wir beraten Sie gerne. Immer Rückenwind. Zweirad Lämmle. Ganz oben, Obertauern. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Wir von RSA stehen hinter euch. Es ist Zeit für neue Trikots. Es ist Zeit für den nächsten großen Ausflug. Es ist Zeit für das nächste Vereinsheim-Upgrade. Sagt uns, wofür euer Verein dringend Geld braucht und holt euch die RSA-Vereinskasse. Jetzt bewerben auf rsa-radio.de. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich! Und jetzt die Kurznachrichten am Montag. In den vergangenen Tagen mussten mehrere öffentliche Gebäude aufgrund der Schneemassen auf den Dächern gesperrt werden. Der am Sonntag eingesetzte Regen hatte die Gefahr noch einmal verstärkt. Auch ein landwirtschaftlicher Betrieb in Nieratz bei Wangen war beteiligt. Dort stürzte durch die hohe Schneelast der Dachstuhl ein. Es entstand ein Schaden in Höhe von 100.000 Euro. Auch in Obergünzburg, Sulzberg und Memmingen gab es mehrere Vorfälle und die Feuerwehrleute mussten einige Dächer vom Schnee befreien. Kein Zugverkehr nach Lindau. Wer heute mit dem Zug in Richtung Lindau fahren wollte, musste deutlich mehr Zeit einplanen. Ab Memmingen ging auf der Schiene in die Richtung nichts mehr. Wegen Schneebruchs, starken Schneefalls und vereister Gleise und Weichen war die Strecke zwischen Memmingen und Lindau gesperrt. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Fahrzeiten verlängerten sich dadurch um circa eine Stunde.
Der Fahrgastverband Pro Bahn hat eine Regionalisierung des Schienennetzes der Bahn in Bayern gefordert. Dieses könne so besser instand gehalten werden. Das sei auch eine Lösung, um zukünftige Streckensperrungen im Allgäu wegen Schnees zu verhindern. Im Allgäu habe man, laut Pro Bahn-Landesvorsitzendem Winfried Karg, Erfahrung mit Schnee. Vor Ort könne man die Lage besser einschätzen und schneller die richtigen Entscheidungen treffen. Die finanziellen Mittel zum Unterhalt und zur Modernisierung des regionalen Netzes müssten dann von der Deutschen Bahn AG an den Freistaat abgetreten werden. Kein kostenloser ÖPNV in Kempten. In Kempten wird es wohl keinen kostenlosen öffentlichen Nahverkehr geben, wie ihn das Landratsamt Oberallgäu es prüfen lässt. Der Oberallgäuer Landrat Anton Klotz hatte mit seinem Vorstoß, den Nahverkehr ausschließlich durch die öffentliche Hand zu finanzieren, viele überrascht. Das Oberallgäu und die Stadt Kempten sind durch den Verkehrsverbund Mona miteinander verknüpft, auch mit einheitlichen Ticketpreisen. Kostenloses Busfahren kommt aus finanziellen Gründen momentan für die Stadt Kempten nicht in Frage, auch ob die im Oberallgäu kürzlich vorgestellten Busse mit Hybridantrieb nach Kempten kommen, ist noch nicht gesichert. Der Schnee sorgt inzwischen auch für Handgreiflichkeiten. Zwei Bewohner eines Hauses in Marktoberdorf, eine 55-Jährige und ein 58-Jähriger, stritten sich gestern darüber, wer den Schnee räumen muss. Es kam zu einer Schubserei, die Frau rief noch ihren Partner dazu. Der bekam einen Tritt von dem 58-Jährigen ab. Alle drei Beteiligten wurden leicht verletzt, mussten aber nicht ins Krankenhaus. Gegen sie wird nun wegen Körperverletzung ermittelt. In Kempten ist gestern Abend ein weiterer Streit eskaliert, diesmal aber ein Beziehungsstreit. Ein 24-Jähriger zerschlug während der Auseinandersetzung mehrere Stühle und verletzte auch seine Freundin. Außerdem fügte er sich selbst Schnittverletzungen am Unterarm zu. Der Mann war stark angetrunken. Er wurde in eine Klinik eingeliefert, außerdem wurde ein Kontaktverbot erteilt. Sperrung des Riedbergpasses. Aufgrund der anhaltenden kritischen Wetterlage und des Lawinenabgangs in Balderschwang ist auch der Riedbergpass im Oberallgäu gesperrt. Dort herrscht derzeit hohe Schneebruchgefahr. Der Pass ist deshalb nur für an- oder abrückende Einsatzkräfte befahrbar. Wann die Passstraße wieder frei befahrbar ist, ist laut Landratsamt Oberallgäu momentan absolut unklar. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat ein kleines privates Räumfahrzeug in Weidnau ein Auto gerammt. Das Räumfahrzeug fuhr in Schlangenlinien, der Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen. Das Auto war nicht mehr fahrbereit, der Fahrer blieb unverletzt. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Hellengerst. Dank einer Zeugin konnte das Räumfahrzeug gefunden werden, allerdings ohne den Fahrer. Ein 37-Jähriger wurde kurz darauf im Schnee liegend gefunden, vermutlich war er der Fahrer. Der Mann wurde stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Wegen Verdacht auf Alkoholisierung wurde ihm auch Blut abgenommen. Der Sachschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Mit einer Niederlage ist der ESVK in das Eishockey-Wochenende gestartet. Kein Glück hatte der DEL2-Ligist ESV Kaufbeuren bei den Dresdner Eislöwen. Mit 6:3 unterlagen die Joker am Freitag auswärts bei den Sachsen aus der unteren Tabellenhälfte. Die Tore für Kaufbeuren erzielten Sami Blomqvist im ersten, Steven Billig im zweiten sowie Philipp Depali im letzten Drittel. Das Heimspiel am Sonntag sollte alles wieder gut machen. Kantersieg zu Hause. Am Sonntag fand der ESVK dann wieder in die Erfolgsspur zurück. Zu Hause besiegten die Joker die Eispiraten aus Krimmetschau deutlich mit 9:1. 2.241 Zuschauer sahen einen nie gefährdeten Heimsieg mit Toren von Joey Lewis und dem wiedergenesenen Brandon Graysell im ersten Drittel. Im zweiten Durchgang trafen Daniel Obholzer, zweimal Jere Larksonnen und Florian Thomas. Im Schlussdrittel trafen Ossi Saarinen, Markus Sillig und Maximilian Schäffler. Einmal verloren, einmal gewonnen. Der ESVK bleibt auf Platz 5 der DEL2-Tabelle. Vinzenz Geiger und Johannes Ritzek haben beim Biathlon-Weltcup im italienischen Val di Fiemme einen Doppelsieg eingefahren. Der Oberstdorfer Geiger konnte seinen ersten Einzelsieg einfahren. Teamkollege Ritzek kam auf Platz 2. Und noch eine Nachricht vom Riesenslalom. Stefan Luitz bleibt disqualifiziert. Damit wird dem Beusterlanger Skirennläufer sein Sieg vom Weltcup in Beaver Creek endgültig aberkannt.
Lewis hatte vor dem Rennen verbotenerweise Sauerstoff eingeatmet und damit gegen Regeln des Internationalen Skiverbandes verstoßen. Lewis war dagegen vorgegangen. Der Internationale Sportgerichtshof hat den Antrag abgelehnt. Das waren die Nachrichten für heute. Jetzt noch ein Blick aufs Wetter. Die Wetterlage bleibt angespannt mit Regen und Schnee. In den nächsten Tagen soll sich das Wetter aber beruhigen. Wie es bei Ihnen aussieht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Nachts ist der Himmel im ganzen Allgäu bedeckt. Nur vereinzelt sind die Sterne zu sehen. Im West- und Oberallgäu schneit es leicht. Die Temperaturen schwanken zwischen -3 und -1 Grad. Am Dienstagvormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab. Nur im Westallgäu fallen vereinzelt ein paar Schneeflocken. Am wärmsten wird es im Oberallgäu mit Höchstwerten von bis zu 1 Grad. Im restlichen Allgäu bewegen sich die Temperaturen zwischen 0 und -1 Grad. Im Laufe des Tages hört es im Westallgäu auf zu schneien und die Sonne lässt sich etwas mehr blicken. Im Rest des Sendegebietes bleibt das Wetter unverändert bei Temperaturen um 1 Grad. In den Bergen ist es teils sonnig, teils bewölkt, bei meist leichtem Schneefall. Die Temperaturen liegen zwischen -5 und -1 Grad. Am meisten Schnee liegt auf dem Nebelhorn mit 240 cm. Am Fellhorn gibt es 180 und in Jungholz 140 cm Schnee. In den nächsten Tagen ist es wechselhaft mit Sonne, Wolken und Schnee. Am Mittwoch ist es bewölkt und die Sonne kommt zum Vorschein bei Höchsttemperaturen von bis zu 4 Grad. Am Donnerstag nimmt die Bewölkung zu und es schneit leicht bei 3 Grad. Am Freitag gibt es wieder mehr Sonne und es schneit weiter. Es wird aber etwas kälter. Sie hatte einen Liebhaber und wollte die Scheidung von ihrem Ehemann. Ihr Plan von einem neuen Leben hat Ahlam D. das Leben gekostet. Wir berichteten bereits mehrfach über den laufenden Prozess am Landgericht Memmingen. Verantworten müssen sich dort nun der Ehemann und dessen Bruder. Die Anklage lautet auf gemeinschaftlichen Mord. Seit Anfang September läuft das Verfahren im gemeinschaftlichen Mordfall hier am Landgericht Memmingen schon. Angeklagt ist ein Brüderpaar, welches die arglose Ehefrau des einen erdrosselt haben soll. Heute geht der Prozess in die finale Phase. Mit Spannung werden die Plädoyers der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung erwartet. 23 Verhandlungstage haben die Angeklagten Elias S. und Salim S. schon hinter sich. Im August 2017 sollen die beiden Brüder mit syrischen Wurzeln die Ehefrau von Elias S. in der Festhalle im Stadtteil Memminger Berg mit einem Kabelbinder erdrosselt haben. Anschließend sollen sie die Leiche der Mutter dreier Kinder in einem Sickerschacht verscharrt haben. Elias S. hat die Schuld schon bei Prozessauftakt auf sich genommen. Die Staatsanwaltschaft hat gegenteilige Indizien. Aufgrund der objektiven Beweistatsachen ist die Staatsanwaltschaft jedoch davon überzeugt, dass hier nur eine gemeinschaftliche Tatbegehung in Betracht kommt. Insbesondere ist dabei zu sehen, dass aufgrund des rechtsmedizinischen Gutachtens feststeht, dass der Kabelbinder, mit dem die Erdrosselung stattgefunden hat, so angebracht wurde, dass der Verschluss sich im Nackenbereich des Opfers befand, was darauf hindeutet, dass die Tat so begangen worden sein muss, dass die Getötete von einer Person abgelenkt bzw. festgehalten und von der anderen erdrosselt wurde. Insgesamt 4 Anwälte vertreten die beiden Angeklagten. Einer davon ist Florian Engert. Er stimmt den Schlussfolgerungen der Staatsanwaltschaft nicht zu. Wir vertreten eine andere Auffassung. Diese Mutmaßungen sind von vielen Zeugen natürlich in emotional aufgeladenen Situationen geäußert worden. Es ist nicht alles für bare Münze zu nehmen. Es ist generell schwierig, im Nachhinein ein Bild zu zeichnen. Jeder sieht die Dinge anders und hieraus ein Gesamtbild zu erstellen, ist extrem schwierig. Die Staatsanwaltschaft sieht die Anklage im Sinne des gemeinschaftlichen Mords bestätigt und geht von einer gut geplanten Tat der beiden Männer aus. Die Verteidigung spricht von einer Tat im Affekt des Ehemanns.
Wir gehen nach wie vor davon aus, dass unser Mandant, der Hauptangeklagte, die Tat eigenhändig begangen hat, selbst und eigenhändig, dass hier kein Mord vorliegt. Die Staatsanwaltschaft geht von 3 Mordmerkmalen aus, die verwirklicht worden sein sollen. Bereits ein Mordmerkmal reicht aus, um hier von einer lebenslangen Freiheitsstrafe auszugehen. Wir sind der Auffassung, dass unser Mandant lediglich einen Totschlag begangen hat. Es sind keine Mordmerkmale verwirklicht worden. Für die Staatsanwaltschaft ist nach ihrer Sicht des Tathergangs das Strafmaß klar und nicht überraschend. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft haben sich die Angeklagten des gemeinschaftlichen Mordes schuldig gemacht, sodass dafür auch die gesetzliche Strafe, nämlich lebenslange Freiheitsstrafe, beantragt wurde. Ja, also ich habe eine Freiheitsstrafe von 7 Jahren und 3 Monaten gefordert. Diese Freiheitsstrafe ist eine Strafe für einen bloßen Totschlag. Ja, diesen Totschlag hat mein Mandant auch eingeräumt, eigenhändig, und selbst seine eigene Frau umgebracht zu haben, erdrosselt zu haben. Mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen verfolgte Elias S. die Plädoyers, während sich sein älterer Bruder Salim S. Wort für Wort übersetzen ließ. Die Staatsanwaltschaft spricht von einer brutalen, feigen und einer geplanten Tat. Am 24.01. soll ein Urteil fallen. Ich gebe zurück ins Studio. Wir werden weiter über den Fall berichten. Vielen Dank, Melissa. So, nun zu etwas anderem. Auch wenn Weihnachten zugegebenermaßen schon etwas her ist, gibt es in vielen Haushalten ein Problem. Hier und da liegen noch Geschenke herum. Entweder weil es einfach schlichtweg zu viele waren oder weil man dies oder das schon hat. Zu kleine Kleidungsstücke, doppelte Haushaltsgeräte oder, und das gehört auch zur Wahrheit, vielleicht einfach Dinge, die man gar nicht möchte. Wer so etwas loswerden und noch ein gutes Werk tun möchte, dem sei hier der Malteser Hilfsdienst in Kempten empfohlen. Von Montag bis Donnerstag kann man seine Geschenke dort abgeben, diese werden dann verkauft und der Erlös kommt dem Armutsprojekt der Malteser zugute. Wir machen jetzt eine kurze Pause und besuchen dann ein ganz besonderes Heimatmuseum. Bis gleich. Mein Salga ist halt für mich, einmal ist es Heimat, aber zu der Heimat, da gehören ja viele andere Sachen dazu. Da gehören einmal unsere Alpen dazu, wo man das Wein auftut. Es gehören Berg dazu, wo man in den Berg geht. Und all diese Sachen gehören zusammen. Es gehört Musik dazu, es gehört der Dialekt dazu. Alles ist einfach Allgäu. Wir haben ja verschiedene Dialekte von bis, aber es gehört einfach alles zum Allgäu. Es ist schwierig zu sagen, was genau ist, aber es gehört einfach alles zusammen. Dass man da sagt, da ist man daheim und mit dem lebt man. Und ja, das ist einfach das Allgäu. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Die Winterfestbetreiber und das Allgäuer Brauhaus sowie die Bergbahnen Kleinwalsertal-Oberstdorf laden zum Winterfest Oberstdorf ein. Livebands sorgen für beste Unterhaltung und unvergessliche Stunden. An jedem Samstag findet das bekannte Ballonglühen statt. Nicht vergessen, ab 21 Uhr geht die Party in der WM-Bar los. Weil eine kleine Überraschung viel Freude macht. Weil Wertschätzung verbindet. Weil Verlässlichkeit Vertrauen schafft. Bringen wir mehr. Aus Überzeugung. Präg. Wir verstehen Energie. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Auch Fernweh? Erlebe das Strand- und Bergparadies Korsika. Direkt und bequem jeden Sonntag ab dem Allgäu Airport Memmingen. Alle Infos unter romberg-reisen.de und in Ihrem Reisebüro. Fantastisch, sage ich jedes Mal. Ich bin ein Fan vom CW Fotobuch. In einem Jahrbuch erlebt man immer abschnittsweise, wie mein Enkel sich entwickelt hat. Und ich habe einen ganz süßen Enkel, das muss ich noch dazu sagen. Mein CW Fotobuch. Mein Leben.
Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 199 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Heimatgeschichte pflegen und bewahren, so könnte man den Leitgedanken des Oberstaufner Heimatvereins zusammenfassen. Ein lange gehegter Wunsch war deshalb ein eigenes Heimatmuseum. Und diesen Wunsch hat man auch vor einigen Jahren in die Tat umgesetzt. Doch fertig ist man noch lange nicht. Was es im Heimatmuseum zum Strumpfer in Oberstaufen zu sehen gibt und was dort in Zukunft noch so geplant ist, das hat meine Kollegin Julia Stapel vor Ort in ihrem Magazin Land und Leute herausgefunden. Egal ob Puppen, altes Handwerkszeug oder sogar Kutschen, im Heimatmuseum in Oberstaufen gibt es eine Menge zu entdecken. Zusammen mit dem Leiter des Museums, Georg Wagner, machen wir uns auf eine kleine Tour durch das alte Gebäude. Im Erdgeschoss erfahren wir mehr über die sogenannte Strumpfersmarie. Hier hat der Heimatverein Oberstaufen dieses Gebäude und das großzügige Gelände drumherum zu verdanken. Denn nach ihrem Tod hat sie alles dem Heimatverein vermacht. In dem Allgäuer Bauernhaus übten die Strumpfwirker ihren Beruf aus, weshalb das heutige Museum immer noch Strumpferhaus genannt wird. Georg Wagner ist mittlerweile schon fast 50 Jahre beim Heimatverein Mitglied. Angefangen hat er damals als Kassier, jetzt ist er der erste Vorsitzende. Für ihn ist es sehr wichtig, die Traditionen und die Geschichte seiner Heimat zu bewahren. Dass wir unsere Nachfahren, unsere Jugend, den Kindern, dass man denen auch mal später zeigen kann, wie hat es denn früher ausgesehen, wie hat man früher gelebt, wie hat man gearbeitet, mit was für Gegenstände war man zufrieden, die Handwerksberufe, das kann man sich, die jungen Leute können sich das überhaupt nur mal vorstellen. Das muss man gesehen haben, das muss man den Kindern, das muss man denen zeigen. Und das ist ein Stichwort jetzt gerade. Ich hatte heuer eine Schulklasse hier in diesem Museum, durch dieses Museum geführt. Und gleich zu Beginn habe ich gefragt, ihr könnt also fragen, so viel ihr wollt. Die haben gefragt, wir kamen gar nicht durchs ganze Museum, so interessiert waren die. Also das war fantastisch, eine solche Schule, das war die Klasse 5a von Oberstaufen und die waren so interessiert. Und das sieht man, und wenn man so die Fragen dann alle so beantwortet, dann ergibt sich schon wieder die nächste Frage und das ist das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen das, was wir sammeln, was wir zeigen, auch den Kindern weitergeben. Das Besondere an der Museumsanlage in Oberstaufen ist nicht nur die große Bandbreite, sondern dass sie im ständigen Ausbau ist. Denn immer wieder kommen zu der bereits großen Ausstellung neue Ausstellungsstücke dazu. Ja, was wird heuer gebaut? Also jetzt müssen wir die große Landwirtschaftsausstellung, die muss heuer fertig werden bis zum Herbst. Dann brauchen wir ganz dringend ein Gartenhaus. Dann das nächste größere Projekt, eine Kapelle. Und da sind wir jetzt schon an der Planung. Die Planung sollte bis zum Herbst fertig sein. Ich hoffe, dass wir es schaffen. Es soll natürlich eine Kapelle sein, einmal so, dass sie auch benutzbar ist für den Gottesdienst. Also nicht nur als Museum, sondern die soll ja auch benutzbar sein wie eine richtige Kapelle. Und soll auch ins Gelände passen. Die muss vom Stil her in diese bäuerliche Umgebung, wie unsere Häuser so entstehen, muss es einfach reinpassen. Nach unserem Besuch im Oberstaufener Heimatmuseum schauen wir noch in Thalkirchdorf vorbei. Mit wem wir uns hier treffen, das und mehr erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe des Magazins Land und Leute. Und das waren die Allgäu-TV-Nachrichten für heute. Wir sehen uns morgen wieder, dann unter anderem mit einem ausführlichen Beitrag über das Geschehen im Lawinengebiet in Balderschwang. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend mit dem weiteren Programm hier bei Allgäu-TV. Bis morgen.